So. Ja, kleines Status-Update. Wir sind mittlerweile endlich auf dem Mond. Ja. Und war schon ein bisschen was gebaut. Wir suchen immer noch ein bisschen Rohstoffe. Das kennt ihr aber eigentlich schon so ein bisschen Mond, ne? Wir waren ja schon in der, ich sag jetzt mal, ersten Staffel, die ja kein Ende gefunden hat. Auf dem Mond, und dann wollten wir ja eigentlich zu den nächsten Planeten, und wir nutzen das ja auch. Wir sammeln jetzt hier weiter schöne Rohstoffe, um dann halt zum nächsten Planeten zu kommen. Und ja, da ist unser Hauptplanet. Und wir wollen dann auf jeden Fall zu den anderen Planeten, und wir sehen uns dann, auf jeden Fall zeige ich euch das. Ja, wir zeigen euch das auf jeden Fall mit den anderen Planeten, sobald wir weiterreisen, weil es wird sonst extrem umfangreich. Wir haben jetzt Ewigkeiten gezockt, um schnell auf den Mond zu kommen, und von hier aus gehen wir dann zum nächsten Planeten. Wir haben da hinten ja die schönen Planeten so. Also, wir zeigen es euch auf jeden Fall, ihr verpasst hier nichts. Bis dahin, ciao. Oder bis nachher gleich. Ciao. Gerade den wollen wir ausbauen zum, ja, reinen Anhänger. Mal gucken hier. Ach, hier kommt das extra große Lager, ist klar. Doch mit dem eigentlich besser drin. Da kriege ich nämlich Forschungspunkte noch weg. Man kann Regale drauf bauen. Misch. Können wir schon mal hier. War auch nicht mehr viel. Na, warte mal. Da haben wir noch ein leeres. Aha. So, dann haben wir ja doppelt gesprungen. Okay, müssen wir es so tragen. So, dann machen wir da ein Regal draus. Regalhänger, und dann holen wir die ganzen Forschungspunkte noch. Ich habe auf der anderen Hälfte vom Mond noch einiges entdeckt an Punkten. Die kann man alle noch mitnehmen. So. Gleich spiel nochmal.
Schönes doppeltes Lager. Können wir schon mal einen LKW dann hin. Deswegen unser Rover. Passt das. Kann man die nachher verbinden, sobald es fertig ist. Und komm. Jawohl. So. Einmal anhängen bitte. Gut. Ja, abhängen. Irgendwas dabei, was wir wegschmeißen können? Nee. So, fahren wir auf die andere Seite. Da hinten habe ich noch irgendwo eine Forschung gesehen, ne? Die können wir gleich mit einsacken. Oder wir. Oh. Oder wir lassen die erstmal da liegen. Tun die später. Na, da war sie. Die ist noch relativ nah dran, dann haben wir die später. Nämlich noch ein paar Forschungspunkte, dann haben wir eigentlich soweit alles erforscht. Sehr schön, dann ist noch ein Zim für unsere Batterien.
ja gar kein Lithium. Vollgepackt. Wie viele Slots haben wir noch? 1, 2, 3 Slots. So, hier haben wir noch Lithium.
So, nochmal zurück zur Base. Forderungspunkte haben wir jetzt, das müsste erstmal reichen. Oh ja, und dann sehen wir uns auch gleich wieder, würde ich sagen, ne? Bis daher. Ciao, ciao.
Und ja, Forschung, nochmal Nachschub geholt hier. Und du hast forscht und forscht und forscht. Und ich habe ein kleines Lager jetzt schon hier hinten umgebaut. Oder eingerichtet. Und ja, da will ich jetzt anfangen, ein paar Materialien hier zu horten. Und Shuttle, wie ihr seht, ist auch schon bereit für den nächsten Planet. Ich weiß bloß noch nicht, wo wir hinfliegen, aber irgendwo, wo es sich lohnt, denke ich mal. Brauchen bloß noch ein paar Sachen, die wir noch mitnehmen. Glaube noch so ein Solarpanel werden wir mitnehmen. Irgendwie sowas, oder? Den Treibstoff brauchen wir hier nicht unbedingt. Mal hier lagern. Ein Solarpanel und was brauchen wir noch für die Plattform Harz? Ne? Das richtige Harz. Genau, die können wir uns hier gleich wegnehmen. Die habe ich hier schon mal vorbereitet. So. So, jetzt brauchen wir hier schon noch Kupfer für das Solarpanel. Handy vibriert. Hier drauf. Die kann man nicht mehr mitnehmen, ne? Ja, und dann richtet euch das mal fertig und dann schießen wir mal zum nächsten Planeten.